Einen schönen Hochzeitstag, Sam. Was hast du gesagt? Judson 6, 7, 3 mal die 0. Was ist mit deinem Bein los? Eines ist kürzer geworden. Hast du das noch nie bemerkt? Walter Giller und Nadja Tiller, ein Traumpaar auf der Bühne und im Leben. Und in je drei verschiedenen Rollen und das in einem Stück. Neil Simon macht es möglich. Plaza Suite, erster Akt. Karen und Sam Nash müssen bei ihrem Besuch im Plaza feststellen, dass ihre Ehe nicht ganz so glatt und glücklich ist und war, wie sie nach außen hin schien. Wo sind wir hier? 719 Plaza Hotel, New York 23, Central Park South. 719 Plaza Hotel, New York 23, Central Park South. Und bitte so schnell wie möglich. Was ist eigentlich heute mit dir los? Du wirst es nicht glauben, vor 15 Minuten war ich die glücklichste Frau der Welt. Du? Ja, ich. Frau Tiller. Drei verschiedene Rollen in praktisch drei verschiedenen Stücken und doch in einem Stück. Neil Simon macht es möglich. Macht es möglich, ja. Und das ist eine tolle Sache. Wissen Sie, das ist ein Riesenvergnügen. Erstmal guten Abend oder guten Morgen, meine Damen und Herren, die zuschauen. Es ist ein Riesenvergnügen, wenn man an einem Abend drei verschiedene Charaktere darstellen kann. Das ist eigentlich das, was sich jeder Schauspieler wünscht. Du hättest wenigstens außerhalb des Büros auf Brautschau gehen können, aber so, Miss McCormick, kommen Sie doch mal rein und fangen Sie ein Verhältnis mit mir an. Wirklich, Sam, ein Verhältnis mit der eigenen Sekretärin. Jeder treibt es mit seiner Sekretärin. Von meinem Mann hätte ich etwas anderes erwartet. Also los, Sam, los. Geh und habe dein Verhältnis. Du bist 51 Jahre alt. In einer Stunde kann es bereits zu spät sein. Man arbeitet doch, oder wir haben sehr daran gearbeitet, weil wir beide unseren Ehrgeiz reingesetzt hatten, dass wir wirklich drei vollständig verschiedene Menschen sein wollten. Weil wir eben fanden, dass das vielleicht für das Publikum den Reiz ausmacht, dass sie zwar immer dasselbe Ehepaar serviert bekommen, aber dreimal ganz anders. Du redest, als ob du mich unbedingt loswerden willst. Aber wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, komme ich bestimmt nicht zurück. Ich glaube doch. Wieso bist du so sicher? Du hast deine Schlankheitstropfen vergessen. Zu welchem dieser drei Herren, die Sie da spielen müssen, fühlen Sie sich denn am persönlichsten hingezogen? Zu wem haben Sie denn am meisten innerlich verwandtschaftliche Beziehungen? Ja, zum ersten Stück natürlich. Wir spielen da ein Ehepaar und wir haben das... Es handelt sich um ein Stück, was eigentlich überall in jeder Ehe irgendwie in irgendeiner Form passieren könnte. Ich weiß nicht, ob meine Frau so etwas Ähnliches schon erzählt hat. Und wir haben versucht, es so zu spielen, wie es bei uns zu Hause auch sein könnte. Anständig für dich und anständig für mich sind zwei verschiedene Dinge. Wie viel Prozent der Wahrheit geben Sie da auf der Bühne preis von sich? Was können wir denn mit nach Hause nehmen als Zuschauer? Man gibt ja eigentlich als Schauspieler in jede Rolle von sich selbst etwas rein oder versucht es jedenfalls. Ob das immer genommen wird oder ob das immer ankommt, das ist eine andere Sache wieder. Mein Gott, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich so nervös bin. Verstehst du das? Nein, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Vielleicht, weil ich hier bin. Ist das irgendwas Schlimmes? Nein. Zweiter Akt. Der abgebrühte Filmproduzent Jesse Kiplinger setzt alles daran, seine ehemalige Jugendliebe Muriel Tate, ein Dummchen vom Lande, ins Lotterbett zu lotsen. Ist es jetzt drei? Die kleine Muriel Tate. Ist lange her, was? Wie viele Kinder hast du inzwischen? Drei. Nicht zu fassen. Drei Kinder. Alles Mädchen und genauso hübsch wie du. Ein Junge und ein Mädchen. Ich dachte drei. Und noch ein Junge, der ist im Internat. Mein Gott, ich bin ganz durcheinander. Ist das nicht furchtbar? Ich betrachte mich nicht als eine hysterische Mutter. Ich bin eine sehr gerne Mutter, aber ich glaube, ich bin nie hysterisch gewesen. Ich bin sicher nicht das Dummchen vom Lande und ich bin auch nicht das Muttchen aus der Vorstadt. Also eigentlich haben sie alle drei mit mir wenig zu tun, diese Rollen. Aber deshalb haben sie mir auch besonders viel Spaß gemacht. Ich habe ein glückliches Leben und ich bin wunderbar verheiratet und ich habe drei Kinder. Und es ist eigentlich absolut unmöglich, dass ich mich in New York in einem Hotelzimmer rumtreibe mit einem Mann, den ich vor 16 Jahren in der Taverne zum Grünen Baum zum letzten Mal gesehen habe. Ihr Image, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ist ja so ein bisschen weggegangen von der großen Dame von Welt hin zu der Komikerin, zur Boulevard-Schauspielerin. So ist es. Wie ist das vonstatten gegangen? Wie kommt das? Ja,
Das kann ich eigentlich gar nicht erklären. Ich finde das also sehr nett, dass Sie das oder sehr schön, dass Sie das erwähnen, weil ich habe ja also am Anfang meiner Karriere eher dramatische Rollen gespielt. Also Salondamenfach immer, aber doch eher dramatisch und habe auch das Glück gehabt, verschiedene Literatur verfilmen zu können. Also Buddenbrooks und Hanne Scheel und Lulu und naja, also einige sehr schöne Sachen. Tonio Kröger von Thomas Mann auch. Und habe vor einigen Jahren entdeckt, dass es einen Riesenspaß macht, Boulevard zu spielen. Wenn Sie Was hast du ihr gesagt? Ich wusste es. Ich wusste, dass er mir die Schuld gibt. Du hast es geschworen, Gott wird dich strafen. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich will bloß wissen, was du ihr für einen Quatsch erzählt hast, dass sie sich so benimmt. Kein Wort. Dritter Akt. Norma und Ray Hubley haben sich in Unkosten gestürzt, um ihrer geliebten Tochter Mimsey eine wirklich prachtvolle Hochzeit bieten zu können. Aber auf einmal will das Töchterchen nicht mehr heiraten und schließt sich stattdessen ins Badezimmer ein. Was nun? Einreden, dass eine normale, gesunde, intelligente, 21 Jahre alte Universitätsstudentin sich plötzlich entschlossen hat, den wichtigsten Tag ihres Lebens in einer Toilette vom Plaza Hotel zu verbringen, oder? Ja, 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 ja! Irgendwas musst du ihr gesagt haben. Was würden Sie denn machen, wenn Ihre Tochter sich jetzt kurz vor der Hochzeit in der Toilette einschließen würde? Ich glaube, da wäre ich genauso verzweifelt. Wir hatten vor 2 Jahren, also hat meine Tochter geheiratet, und da wussten wir bereits, dass wir dieses Stück spielen würden. Und deshalb war das dann sehr ulkig, als wir es dann ein Jahr später probiert haben, letztes Jahr in München, weil wir oft eben an diese ähnliche Situation, weil Turbulenz ist ja in jedem Fall für eine Hochzeit. Und da mussten wir dann manchmal beim Probieren sehr lachen, weil wir eben an die Hochzeit unserer Tochter gedacht haben, wo so etwas nicht passiert ist, wohlgemerkt. Hey, du da drin, bist du jetzt zufrieden? Deine Mutter hat zerrissene Strümpfe und dein Vater hat nicht nur einen gebrochenen Arm, sondern jetzt auch einen zerrissenen, gemieteten Cutaway. Genauso habe ich mir deine Hochzeit immer vorgestellt. Ich finde es nicht so unmöglich. Du? Schön, wir gehen uns manchmal auf die Nerven. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht glücklich sind. Oder? Oder? Kann man sagen, ein glückliches, wunschlos glückliches Paar ist vor einem? Ach, wir sind sehr zufrieden, ja. Das finde ich schön. Also in dem Sinne, vielen Dank, viel Erfolg für das Stück weiterhin, ja, und für alles. Danke. War sehr nett, dass Sie da waren. Wiedersehen.